Neuer Trainer für Barcelona, Kindergärtner für Jadon Sancho und natürlich wie immer Transfers. Besonders aber Timo Werner zu Real Madrid. Das sind Themen des Tages. Mein Name ist Flo. Los geht's, Freunde, in die letzten Daily News mit mir. Höchstwahrscheinlich, denn Nico ist hoffentlich morgen wieder da. Und wenn nicht, habe ich nichts gesagt. Wisst ihr, was richtig geil an der Transferphase ist? Dass man immer wieder schöne Headlines bekommt. Wisst ihr, was das Beschissene an der Transferphase ist? Dass diese Headlines meistens auch gar nicht mal so stimmen. Wie gestern zum Beispiel Klostermann und Nelson Semedo. Lukas Klostermann ist nicht im Fokus des BVB. Das kriegt man, wenn man um 9 Uhr Daily News aufnimmt, um 12 Uhr veröffentlicht und dann um 13 Uhr der Kicker sagt, Leute, was macht ihr da eigentlich? Und auch Nelson Semedo kommt nicht in diesem Winter zum FC Bayern. Er könnte allerdings im Sommer kommen. Der FC Barcelona hat aber gesagt, nope, das passiert nicht und wir wollen 40 Millionen Euro. 24 Tore in 19 Ligaspielen ist nicht genug für den FC Sevilla und obwohl man auf Platz 4 in der Liga steht, möchte man die Offensive noch ein bisschen verstärken. Chicharito ist gerade auf dem Weg zu LA Galaxy, die sind sich anscheinend schon einig und auch Munas Dabur, der ja in der Liga sowieso keine Rolle gespielt hat, ist weg bei der TSG Hoffenheim und deshalb hat man sich jetzt einen aus der Bundesliga ausgesucht, der die Offensive verstärken soll. Wenn man der ortsansässigen Zeitung Estadio Deportivo Glauben schenken möchte, dann ist sowohl Julen Lopetegui als Trainer und auch Monchi als Sportdirektor an einer Verpflichtung von Jean-Philippe Mateta von Mainz 05 interessiert. Der soll nämlich perfekt ins Spielkonzept und ins Offensivkonzept des FC Sevilla passen, aber das würde bedeuten, dass man auch 30 Millionen Euro locker machen muss, denn das wäre die Schmerzgrenze bei Mainz, so im Oktober zumindest gesagt. Und damit wäre Mateta dann der Rekordtransfer von Mainz. Real Madrid hat anscheinend richtig Bock auf Timo Werner, denn laut Sky-Informationen gibt es irgendeine Klausel im Vertrag von Timo Werner, der seinen Vertrag ja gerade bis 2023 verlängert hat, die es möglich machen würde, im Sommer 2020 dann zu wechseln. Und die Madrilenen haben, wie gesagt, mega Bock auf Werner, denn auf der Mittelstürmerposition ist es momentan ein bisschen, ja, problematisch. Karim Benzema erlebt zwar seinen 3., 4., 5. Frühling, aber dahinter wird's dünn. Luka Jovic und auch Mariano Diaz, die bringen nicht die Leistung, die man sich von ihnen erhofft hatte. Und deshalb soll ein neuer her und das ist, wie gesagt, Timo Werner. Außerdem, der Vertrag von Karim Benzema läuft 2021 aus. Man möchte zwar verlängern, aber der wird auch nicht jünger. Und Timo Werner könnte dann den Umbruch in der Offensive starten. Beziehungsweise, den gibt's ja schon, aber ihr wisst, was ich meine, auf der neuen eben. 24 Pflichtspiele in dieser Saison, 25 Tore. Jadon Sancho ist auf dem richtigen Weg, sportlich gesehen. Neben dem Platz läuft es nicht so wirklich gut, denn da gab es vor allem negative Schlagzeilen. Das soll sich jetzt ändern. Demnach habe die Clubführung dem Integrationsmanager Joel Kunz aufgetragen, sich im neuen Jahr verstärkt um den 19-Jährigen zu kümmern. Dessen Lebenswandel sei immer wieder Thema bei den Vereinsoberen. Vor allem dürfte man dabei potenziell mannschaftsschädigendes Verhalten in den Vordergrund stellen. Sancho gehört zur Fraktion der Zu-Spät-Kommer beim BVB. Dieses leidige Thema beschäftigt nicht zuletzt Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl schon seit Längerem. Alter, hier schreien gerade Kinder im Innenhof. Das ist creepy. So, und damit bekommt der 19-jährige erwachsene Fußballprofi einen Kindergärtner an die Hand. Sowas habe ich auch noch nicht gehört. Gestern haben wir ja schon berichtet, dass Ernesto Valverde beim FC Barcelona ein bisschen auf dem wackeligen Stuhl sitzt und jetzt ist es offiziell. Seit gestern Abend ist Valverde nicht mehr im Amt und der Nachfolger steht schon fest. Und das wird Quique Setién, seines Zeichens Ex-Real Betis-Trainer und Coach der Nationalmannschaft von Äquatorialguinea. Im bis 2022 geschlossenen Vertrag mit Neucoach Setién sollen Ausstiegsklauseln verankert sein, die beiden Parteien zum Ende einer jeden Saison eine einfachere Trennung ermöglichen könnten. Setién wollte demnach allerdings eine gewisse Sicherheit und keinen Kontrakt als Interimstrainer unterschreiben. Wir schauen mal kurz auf die sportliche Situation des FC Barcelona. La Liga, erster Platz, Halbfinale in der Supercopa und auch in der Champions League ist man in die K.O.-Phase eingezogen. Sportlich sieht es also gar nicht so schlecht aus, aber auf dem Platz, was die Mannschaftsleistung angeht, ist immer noch Luft nach oben. Da ging es eigentlich in den letzten Jahren unter Valverde nur noch bergab. Das soll Quique Setién jetzt ändern. Das wird aber wahrscheinlich gar nicht so leicht, denn die Magie des FC Barcelona, die ihn ausgemacht hat vor ein paar Jahren noch, ist irgendwie nicht mehr so greifbar und vor allem mit dem Ausfall von Luis Suarez wird es richtig schwer, da noch anzuknüpfen. Atletico Madrid sucht immer noch Verstärkung im Sturm. Edinson Cavani wird ja von PSG momentan noch festgehalten. Der darf erst im Sommer wechseln
Und deshalb sucht man jetzt nach einem Plan B und soll dabei beim FC Arsenal fündig geworden sein, und zwar bei Alexandre Lacazette. Das Ganze soll ein Tauschgeschäft werden und Atletico hat für Alexandre Lacazette Thomas Lemar geboten. Man möchte also einen richtig guten Mittelstürmer für einen, ja, mehr oder weniger sportlich nicht so wirklich angekommenen Flügelspieler austauschen. Und das kann ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Lacazette, momentan mit über 100 Spielen und über 60 Torbeteiligungen in diesen 100 Spielen. Und dann Thomas Lemar, der nicht so wirklich angekommen ist bei Atletico Madrid. Glaube ich nicht. Donny van de Beek bestätigte vor kurzer Zeit in einem Interview, dass er noch mindestens bis Sommer 2020 in Amsterdam bleibt und bei Ajax weiter spielt. Dann geht es aber wahrscheinlich weg für ihn und Real Madrid hat er schon angeklopft, wahrscheinlich aber eher zu Manchester United, denn die haben richtig Bock auf ihn. So, und jetzt seid ihr draußen gefragt, schreibt in die Kommentare, wollt ihr Timo Werner bei Real Madrid sehen, wollt ihr Donny van de Beek bei Manchester United sehen und wie wird der FC Barcelona jetzt unter Quique Setién sich entwickeln? Alles unten in die Kommentare, hier finde ich noch zwei andere Videos, das war's für heute, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein!